Im Sommer 2022 sind wir auf unser bisher größtes Abenteuer aufgebrochen. Wir wollten in unserem eigenen Auto von Deutschland bis nach Südafrika fahren. Von Marokko ging es immer an der Westküste des Kontinents entlang, durch die Länder West- und Zentralafrikas. 15 Monate später sind wir dann in Kapstadt angekommen. Die ersten Wochen in Südafrika haben wir sehr genossen und uns erstmal eine Auszeit vom Leben on the road genommen. Trotzdem gab es da diese eine Frage, die unbedingt eine Antwort verlangte und die wir nach einigen Wochen im Land nicht mehr länger ignorieren konnten. Was jetzt? Seitdem wir in Deutschland aufgebrochen sind, war immer klar, wo es hingeht. Es gab immer eine Richtung. Jetzt ist das anders. Im Osten Afrikas wieder hochzufahren war eine Option, die wir uns lange offen gehalten haben. Wir merken aber gerade, dass wir nicht mehr die Kapazitäten haben, diese Route auch noch zu bereisen. Wir müssen erstmal Luft holen und all die Eindrücke verarbeiten, die wir auf dem Weg Richtung Süden gesammelt haben. Hallo! 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 Ah, ihr habt's geschafft! Ja. Wenn wir also unsere Reise auf dem afrikanischen Kontinent nicht weiter fortsetzen wollen, müssen wir, die Hunde und unser Bus Bilbo den Kontinent irgendwie verlassen. Die schnellste und einfachste Lösung wäre, den Bus in einen Container zu packen und von Kapstadt nach Rotterdam zu verschiffen. Für uns würde das aber auch bedeuten, dass wir von Südafrika direkt nach Deutschland zurückfliegen würden. Weit mehr als ein Jahr haben wir gebraucht, um in Südafrika anzukommen, und in nur einem halben Tag wären wir dann wieder zurück in Deutschland. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Wir versuchen, eine Alternative zu finden. Trotz Reisemüdigkeit wollen wir die Rückreise etwas langsamer angehen. Die letzten Kilometer am liebsten mit unserem eigenen Auto zurücklegen. Unser Plan ist es, den Bus in die Türkei zu verschiffen und hinterher zu fliegen, um von dort aus den Rückweg anzutreten. Also es ist wohl doch nicht so easy, in die Türkei zu verschiffen. Deswegen frage ich jetzt mal diesen Typ von dieser Verschiffungsfirma, was es kostet, nach Rotterdam zu schiffen. Weil das ist so die gängige Route wohl für Leute, die aus Südafrika rein und raus schiffen. Mal sehen, was der sagt. Eine Sache, die unseren Plan, in die Türkei zu verschiffen, jetzt auch noch erschwert, ist, dass wir jetzt in den letzten zwei Tagen in den Nachrichten gehört haben, dass Schiffe, die durchs Rote Meer wollen, also am Jemen vorbeifahren, beschossen wurden, und jetzt haben einige Reedereien sich aus dem Gebiet zumindest temporär erstmal komplett rausgezogen. Und das ist natürlich ein enormes Risiko auch für unser ganzes Vorhaben, weil das am Ende bedeuten kann, dass vielleicht unser Auto erstmal gar nicht Südafrika verlassen wird, wenn die Schiffe da nicht langfahren, und dann hätten wir ein dickes Problem, wenn wir in der Türkei auf unser Auto warten. Heute Morgen kam die Antwort-E-Mail von dem Container. Also, hi Merlin, I can ship to Rotterdam for 2500 euros all in. Yes, it looks like. Fertig. Okay, 2500 Euro, unser Auto kommt zurück nach Europa. Von all in, das heißt, das ist Rotterdam. Das ist ja dieser komplette Service, oder? Mm. Ich glaube, wir fahren unser Auto zu diesem Typ, der packt es dann zeitnah in Container, wir müssen uns um nichts mehr kümmern, wir fahren nach Rotterdam und holen es ab. Ein paar Wochen später. Und was wäre Türkei, was hat er da gesagt? Ja, das in die Türkei wollte er nicht verschiffen. Aber wir hatten auch ein Angebot in die Türkei, das waren irgendwie 3,5 oder so, ne? Ohne nicht, Hafengebühr. Nicht von dem, von dem anderen. Ja, aber nur mal, ja, genau, als Vergleich. Genau, Türkei wäre 3.500 plus irgendwelche Hafen- und Importgebühren in der Türkei, die jetzt noch nicht abzusehen sind. Ja, und 2,5 bis Rotterdam, und dann müssen wir ihn halt nur noch nach Hause fahren. Dann ist er schon importiert und alles. Das ist schon die günstigste Option. Let's do it. Echt? Oder? Ah, ja. Oder nicht? Doch. Dann verschiffen wir wohl also von Kapstadt nach Rotterdam. Heute ist der 7. Januar 2024 und wir buchen heute unseren Rückflug nach Deutschland. 18:30 Uhr, 5 Uhr ankommen in Deutschland. Okay, jetzt bezahlen.
Wir machen es wirklich. Ein großer Schritt, auch wenn es noch lange hin ist. Es sind genau 2 Monate. Gestern vor 2 Monaten. Also in fast 2 Monaten ist es soweit. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Wochen hier in Kapstadt und gestern kam die Nachricht, dass wir unser Auto morgen in den Container packen müssen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht und das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass alles ready ist. Es wird zu viel. Wir wissen jetzt schon so lange, dass es Ende Februar, Anfang März zurückgeht und trotzdem, jetzt wo es so endgültig wird, es ist mir irgendwie, kann ich nicht so loslassen. Ich finde es auch so schwierig. Ja. Aber der Bus ist morgen weg. Morgen kommt der Bus in den Container und dann ist der weg. Dann ist offiziell endgültig vorbei. Ah! Die schwierige Aufgabe ist jetzt, dass wir diese ganze Wohnung gefüllt haben mit unserem Zeug und wir können nicht alles mit in unsere Taschen nehmen. Einige Sachen müssen in den Bus. Das heißt, wir müssen jetzt uns überlegen, was brauchen wir die letzten Wochen noch und auf was können wir verzichten. Wir sind nämlich so Sachen wie zum Beispiel unsere Kaffeemühle und unsere Kaffeewaage, auf die können wir auf keinen Fall verzichten, die müssen wir irgendwie unterbekommen. Aber dann gibt es auch andere Sachen wie mein Gärkörbchen, was wir extra angeschafft haben oder hier so eine Wasserkanne für Wasserfilter. Dann müssen wir jetzt wieder auf Flaschenwasser umsteigen, weil sowas können wir auf jeden Fall nicht mit in die Tasche nehmen. Und jetzt müssen wir alles ganz penibel durchgehen, weil wenn wir irgendwas vergessen, was wir nicht ins Auto tun, dann muss es hier bleiben und das wäre echt bitter. Jetzt zum Ende hin hat unser Bus dann leider doch ein bisschen rumgezickt und unser Vorderraddifferential ist im Eimer. Und weil wir das hier nicht mehr gescheit repariert bekommen, zumindest nicht jetzt in der Zeit, haben wir das Ganze entkoppelt, indem wir hier die Antriebswellen und die Kardanwelle abgebaut haben und die fliegen halt jetzt hier einzeln rum, damit wir die halt wieder mit nach Deutschland nehmen können, aber ja, wir haben ja nicht mehr hier drin gewohnt, dementsprechend sieht es jetzt auch aus. So, wir haben jetzt soweit alles eingeräumt, was hier rein muss und eigentlich ist es das echt hier kommt natürlich raus. Ja, genau. Ja, es geht, ne? Oh Mann, es sind irgendwie so viele, ja, es sind jetzt einige Sachen, die sehen wir jetzt halt einfach 6 Wochen nicht, aber so ist es eben, ne? Eine letzte Fun-Fahrt mit dem Bus. Nochmal zum Meer, so wie jeden Abend. Noch einmal zum Strand. Ich freue mich auf Deutschland. Ich freue mich darauf, FreundInnen und Familie wiederzusehen. Ich freue mich auf die vielen kleinen Dinge, die zu Hause auf uns warten. Unsere erste gemeinsame Wohnung, das neue Kapitel. Und trotzdem bin ich irgendwie nervös und etwas angespannt. Es war eigentlich nie der Plan, so plötzlich nach Hause zu kommen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass wir genauso langsam nach Hause kommen, wie wir vor 1,5 Jahren von dort weg sind. Dass wir mit dem Bus noch ein paar Wochen durch Osteuropa düsen, bevor wir uns auf den Weg nach Deutschland machen. Aber es geht nicht anders. Ich glaube, es ist auch völlig normal, sich so zu fühlen. Schließlich wird sich unser Leben in wenigen Tagen komplett verändern. Good morning. Moin. Today's the day. Yeah. How are you doing? Puss weg. Fast. Puss weg. Ja. Ist ja nur 5 Wochen, aber trotzdem ist es irgendwie komisch. Oder? Hast du einen Schlüssel? Ja. Bye, Babe. Später. Na, dann wollen wir mal. Eine letzte Fahrt auf afrikanischem Boden. Puh. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, wie ich mich fühle, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Und je näher jetzt dieses
Ende der Reise gerutscht ist, desto mehr Gefühle hatte ich irgendwie darüber. Als wir die Entscheidung gefällt haben, zurückzufahren, also nicht weiterzufahren nach Südafrika, war ich mir sehr sicher darin und hatte richtig Lust auf was Neues und konnte eigentlich so nicht mehr so richtig abwarten, bis es überhaupt losging. Und jetzt, wo dieses neue Kapitel jetzt quasi fast da ist, fällt es mir sau schwer, das Alte loszulassen. Es war halt eben doch eine richtig tolle Zeit und ich glaube, diese ganzen Gefühle, die ich jetzt habe und Merlin jetzt ja ähnlich, die sind eigentlich ein richtig schönes Zeichen. Das heißt doch eigentlich, dass wir eine tolle Zeit hatten und dass es einfach was eine ganz, ganz besondere Zeit in unserem Leben war, die einfach mega viel Bedeutung gehabt hat und der man jetzt natürlich irgendwie nachtrauert. That's okay. Noch 1,5 Kilometer, immer so eine Dirt Road. Das hier sind offiziell die letzten Meter in Afrika. Oh, Leute! Tada! Hier wird unser Auto gleich in einen Container gehen und scheinbar ist es wirklich sehr, sehr einfach, weil der Typ, der das hier organisiert, macht auch die ganze Zollabwicklung und so weiter. Wir haben nämlich schon irgendwelche Geschichten gehört, dass Autos komplett auf den Kopf gestellt werden. Aber das passiert hier nicht. Nicht, dass wir was Illegales dabei haben, aber es ist ja einfach nervig, wenn dann wieder das komplette Auto auseinandergerupft wird. Also, hört sich ziemlich easy an. Mhm. Aber dann lassen wir ein bisschen unser Zeug noch sortieren. Wir müssen halt auch gucken, zum Beispiel haben wir noch ein bisschen Wein gebunkert, dass die Flaschen halt sicher verstaut sind, weil ich glaube, auf dem Schiff muss man schon damit rechnen, dass es ganz schön hin und her geschleudert wird. Und wir müssen unser Wasser dampfen, nicht, dass wir dann 5-6 Wochen so richtig widerliches Wasser, das ist jetzt schon widerlich. Das ist jetzt schon 3 Monate da drin. Während wir hier gerade auf unsere Verschiffung warten, passiert ein weiterer Meilenstein. Die Hanna hat gerade unseren Wohnungsschlüssel abgeholt. Geil. Das ist doch irgendwie schön. Das hat auch eine schöne Symbolkraft. Das stimmt. Wir geben jetzt hier unser Zuhause ab. Und gleichzeitig kriegen wir unser neues. Ja. That's great. Ich finde Artischocken und Pizza richtig geil. Okay. Da kommt der Container. Wir haben jetzt hier schon seit über 2,5 Stunden gewartet und endlich kommt der Container angerollt. Das Ganze funktioniert so, der Container wird hier auf dieses Grundstück gebracht und wir laden dann hier das Auto ein und dann wird der Container zum Hafen gebracht. Ja. Und jetzt steht er da vorne. Jetzt geht's los. Ah! Das ist ein großer Container, also ich weiß nicht, wie lang der genau ist, aber da passt auf jeden Fall mehr als ein Auto rein. Wir machen jetzt 2 Autos rein und nochmal 2 Motorräder. Dadurch teilen wir den Preis dann quasi durch all diese beteiligten Leute und für uns wird es ein bisschen bezahlbarer. Genau, also unser Bus ist nicht ganz alleine auf der Überfahrt, sondern hat Gesellschaft. Drin. Oh je, jetzt ist er drin und jetzt ist er einfach verschwunden. An einer von diesen tausenden Containern, die halt rumfahren. Ich kann mir jetzt gerade schon nicht vorstellen, dass unser Bus da in diesem Container drin ist. Ja. Oder? Ja. Der Container kommt jetzt auf dem Schiff und fährt jetzt an der Westküste Afrikas hoch nach Rotterdam. Und die reine Überfahrtzeit auf dem Wasser sind wohl so circa 4 Wochen. Aber was noch halt ein bisschen Zeit dazu geben könnte, ist, bis der Container jetzt auf dem Schiff ist und dann bis das Schiff den Hafen verlässt, das kann halt dauern.
Und genauso dann in Rotterdam kann es dauern, bis der dann wirklich wieder runter ist vom Schiff und bis der dann durch den Zoll gegangen ist und all das. Also wir rechnen mal damit, dass wir den irgendwann hoffentlich Anfang April dann abholen können in Rotterdam. Fingers crossed. Genau. Und das Ganze kostet uns jetzt 2.500 Euro inklusive allen Hafengebühren und sonstigen Sachen. Die wir jetzt auf einen Schlag, glaube ich, zahlen müssen. Und dann ist damit dieses Kapitel vorbei. Der Bus verlässt den Kontinent als erster und wir folgen in anderthalb Wochen. Ich bin gerade dabei, all unsere Fotos nochmal durchzugucken. Wir haben über die letzten anderthalb Jahre so viele Fotos gemacht. Und damit die nicht einfach nur auf unseren Handys rumliegen und wir die wahrscheinlich nicht mehr so oft angucken werden, dachte ich, ich stelle die jetzt mal zusammen zu einem Fotobuch. Die Idee habe ich von meiner Oma. Die macht das nämlich immer nach Urlauben und so weiter, macht die immer Fotobücher draus. Und das ist richtig schön. Ich nutze dafür die Journey Print App. Das funktioniert super easy. Ihr könnt euch einfach die App aufs Handy ziehen und dann die Fotos auswählen, die ihr da hochladen wollt. Und dann gibt es ganz viele coole Features. Zum Beispiel kann man automatisch Daten hinzufügen lassen, automatisch Karten hinzufügen lassen. Man kann mit Texten arbeiten, man kann aber auch nur die Fotos reinmachen. Und irgendwie ist die Balance ziemlich cool zwischen, man hat sehr viel Spielraum, wie man das gestalten möchte, und es ist aber auch sehr viel, was irgendwie automatisiert passiert, wo man sich nicht so viele Gedanken machen muss. Und mir macht es total Spaß, das alles zu erstellen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Und da werde ich bestimmt ganz oft durchblättern, wenn wir dann wieder in Deutschland sind. Ihr könnt 20% auf euer nächstes Fotobuch bei Journey sparen. Und zwar lautet der Code FilmPeople, also FilmPPL. Und dafür ladet ihr euch einfach die App runter. Das könnt ihr hier unten in unserem Link machen. Und dann könnt ihr anfangen, euer Fotobuch zu bauen, über was auch immer. Der Code ist nämlich ein ganzes Jahr lang gültig. Also viel Spaß. Wir fliegen in 3 Tagen zurück nach Deutschland und wir müssen unbedingt noch eine Sache von unserer Bucketlist streichen, sonst können wir Südafrika nicht verlassen. Gleich sind wir da. Heute geht's nämlich auf den Table Mountain. Wir sind jetzt schon 3 Monate in Südafrika und ja, fast auch die ganze Zeit in Kapstadt, und wir waren noch nicht einmal auf dem Table Mountain obendrauf. Immer was dazwischen gekommen. Genau, und deswegen dachten wir, wir machen es jetzt, bevor wir es gar nicht mehr machen. Und eigentlich kann man hier auch hoch wandern. Das ist aber schon, glaube ich, so ein Tagestrip. Und das passt jetzt nicht mehr so ganz in den Zeitplan. Deswegen fahren wir jetzt mit der Seilbahn hoch. Das ist bestimmt auch eine Experience. Und schaut mal, wie schön hier die ganze Stadt hinter uns. Der Lion's Head hier, auf dem wir schon waren. Schon sehr schön hier. Sehr schön. Will I miss it? Yeah, a little bit. Wir haben jetzt 720 gezahlt, das sind Rand 45, 46, 46 Euro? Nein, 36 Euro. Für uns beide. Für uns beide hoch und runter. Ich freue mich voll, dass wir es jetzt doch noch machen. Ich mich auch. Das wäre schade cool gewesen, wenn nicht. Ja. Und Seilbahn fahren ist ja eh unser Ding. Stimmt. Wir sind noch in Georgien, sind wir mit Seilbahn gefahren. Schnell. Ich glaube, ja. Wir sind schon fast und da, glaube ich. Wir sind auf so einer drehenden Plattform. Das heißt, man kann die ganze Zeit, man schaut in alle Richtungen. Ja. Here we are. Tada. Voll schön. Jetzt muss man mal richtig runter gucken. Weil man ist echt krass hoch. Ja. Du meintest vorhin noch so, ja, wir waren schon auf dem Lion's Head. Wie, how different can it be? Aber man ist schon nochmal ein ganzes Stückchen höher hier. Ich glaube, ich habe unser Schiff gespottet, wo unser Auto drauf kommt. Dieses Pink in dem Hafen, das ist nämlich Pink und das heißt One Reassurance. Und da steht jetzt nur One auf der einen Seite, aber das Reinsurance steht bestimmt auf der anderen Seite. Wir können das tracken und das ist tatsächlich unser Schiff. Siehst du? Wir sitzen hier jetzt irgendwo auf diesem Plateau und es ist einfach so richtig schön still um uns rum. Die ganzen Menschen sind da vorne bei der Seilbahn und wir sind hier ein ganzes Stückchen zurückgelaufen. Es tut so gut. Und ich glaube, mir wird gerade erst bewusst, wie sehr ich das vermisse. Oder auch jetzt vermisst habe in den letzten Wochen. Und ich bin gespannt, wie das dann wird in Deutschland. Wenn wir dann in einer großen Stadt wohnen. Ja. Wie schnell es uns da wieder rauszieht in die Natur.
Oder wie wir da irgendwie das miteinander vereinen. Irgendwie gibt es ja so beides in unserem Leben oder beides, sind ja beides Interessen oder Wünsche von uns beiden. Ich will einerseits in einer großen Stadt leben und ich freue mich so doll auf Berlin und ich glaube, das wird einfach so cool, dieses Angebot um sich herum zu haben, die ganzen Menschen um sich herum zu haben, sich mit Leuten treffen zu können, Kaffee trinken gehen zu können, all das, was in den letzten Jahren einfach immer mit einem krassen Mehraufwand verbunden war, all das einfach wieder so spontan machen zu können. Aber gleichzeitig sind wir halt auch in der Stadt und nicht in der Natur. Ich bin immer so hin und her gerissen. Ich weiß nie, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich lieber mag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals so krass entscheiden müsste. Ich hoffe, dass wir immer die Möglichkeit haben werden, zwischen beiden so hin und her zu wechseln, wie es uns passt. Das ist, glaube ich, so für mich die ultimative Freiheit und Luxus, wenn wir uns das für immer ermöglichen können. Wir gehen jetzt mal langsam zurück zur Seilbahn. Die letzte fährt nämlich um 19.30 Uhr runter. Aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir jetzt noch hochgekommen sind. Ich auch. Also richtig schön hier oben. Ich bin richtig happy, dass wir das jetzt noch mitgenommen haben. Das ist schon toll. Und es war jetzt auch nochmal richtig schön rauszukommen. Und irgendwie ist es für mich jetzt auch noch ein schöner Weg gewesen, um mich zu verabschieden von dieser Stadt hier. Und dieser wundervollen Zeit, die wir hatten, und nochmal so richtig alles zu sehen. Kapstadt und Südafrika an sich sind einfach so wunderschön hier. Und das haben wir jetzt hier heute Abend nochmal richtig schön gesehen. Guten Morgen. Morgen. Heute fliegen wir nach Hause. Ja. Der letzte Kaffee in Südafrika. Der letzte Kaffee in Afrika. Was machst du da? Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Scheiße. Ja. Alter, ich bin so fucking nervös. Sag mal auf einer Skala. 1 bis 10. 15. Na, aber ich muss sagen, bei mir geht's gerade wieder. Ich war die letzten Tage irgendwie nervöser. Ich habe irgendwie das Gefühl, je näher es kommt, desto weniger kann ich noch dran ändern und desto schneller ist es vorbei. Wir machen jetzt noch die letzten Vorbereitungen für die Hundeboxen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber die Hunde müssen ja leider auch mitfliegen, beziehungsweise sie müssen leider in den Frachtraum, weil sie zu schwer sind. Man darf nur Hunde unter 8 Kilo mit ins Handgepäck nehmen. Das ist alles nicht so geil und auch eigentlich der Grund, warum wir die ganze Zeit so gestresst sind, weil wir denen das eigentlich nicht antun wollen und das bestimmt nicht so eine schöne Erfahrung für die beiden wird, aber es ist halt eben jetzt der einzige Weg und ja, wir versuchen schon seit Monaten irgendwie alles so weit vorzubereiten, dass dir der Flug so angenehm wie möglich für die beiden wird. Die kennen diese Boxen jetzt schon seit Monaten, die fühlen sich da drin wohl und ja, dann müssen wir halt einmal die Augen zudrücken und dann holen wir sie morgen früh hoffentlich fit wieder ab. Wir haben gestern noch so Fotos ausgedrückt und dachten, wir kleben jetzt hier noch jeweils ein Foto auf die Box und noch so ein kleines Zettelchen für die Crew, dass sie wissen, wer da drin ist und vielleicht auch die beiden Käfige zusammenstellen, dass sie halt nah beieinander sind. Wir haben noch 4 Stunden, bis wir am Flughafen sein müssen und wir fangen dann jetzt mal an zu packen. Nee, wir haben ja, als wir den Bus vorbereitet haben für die Verschiffung, haben wir ja schon eigentlich alles so sortiert, dass wir nur noch die Sachen hier haben, die wir auch in unsere Reisetaschen packen können und hatten da quasi schon einmal Probe gepackt. Das heißt, alles, was jetzt hier gerade in der Wohnung ist, passt in die Taschen, beziehungsweise muss in die Taschen und kommt mit. Deswegen stopfe ich das jetzt mal da rein. Alles, was wir noch besitzen hier. Hebt mal hoch. Wir haben jeder so eine dicke Reisetasche, Kamerarucksack. Der ist safe zu schwer. Und dann darf jede Person noch eine weitere Sache nehmen. Die Drohne und eine Person nimmt die Kamera. Und ich habe mir noch einen Schal gehäkelt, extra für Deutschland. Den werde ich dann auch anziehen. 23. Okay, tschüss Wohnung. War schön hier. Ich gehe erstmal, ich habe einen Schwirmer bestaunt. Die für die Wohnung da oben. Ja. Okay. Oh, Daisy.
Es ist soweit. Die letzten Stunden in Südafrika brechen an. Das ist das Ende eines Kapitels und gleichzeitig ein Neuanfang. Je näher der Abflug rückt, desto ruhiger bin ich. Ich freue mich auf zu Hause, aber der Gedanke, in wenigen Stunden wieder in Deutschland zu sein, übersteigt gerade meine Vorstellungskraft. 457 Tage haben wir bis nach Südafrika gebraucht und der Rückflug dauert gerade mal 12 Stunden. Hier wird jetzt erstmal alles ausgewogen und vorbereitet und jetzt geben wir gleich die Hunde ab. Die sind zum Glück beide total ruhig gerade, die machen es richtig toll und liegen hier ganz brav auf dem Boden rum, während wir warten und sind auch noch gar nicht gestresst und aufgeregt und wir versuchen natürlich auch ganz ruhig zu bleiben, damit die nicht, ja, weil die merken ja, wie wir drauf sind und reagieren dann entsprechend. Aber sie machen es echt so toll. Yes, look at you. Thank you, bye. Bye. Das schaffen wir. Das war's. Ciao. Der erste Flug seit 4 Jahren. Wir haben in den letzten 3 Jahren wie viele Länder bereist? Keine Ahnung. Über 30. Aber sind nicht ein einziges Mal geflogen. Ja. Alles im Auto. Der Kapitän hat gerade durchgesagt, dass die Hunde gut verladen wurden. Ja. Und mit an Bord sind. Und wir haben gerade schon mit der Flugbegleiterin geredet. Und die meinte, die hat die auch gerade gesehen. Und die meinte, es wird denen gut gehen. Ich glaube, die werden hier mit dem Sperrgepäck wieder rausgegeben. Hi, Buddy. Hallo, Machu. Also, die beiden haben es gut überstanden, sind natürlich jetzt natürlich ein bisschen gestresst und aufgeregt, uns wiederzusehen. Aber ich hoffe, dass nach einem langen Spaziergang gleich und ein bisschen Ruhe die nächsten Tage dann auch alles okay ist. Ihr habt es so toll gemacht, ihr Kleinen. Wir haben ja ein ganz großes Überraschungswillkommenskomitee. Merli selbst, also deine Eltern, meine Eltern und meine Freundin Hanna und meine Schwester Luna. Alle am Start. Morgens um, was haben wir, 6 Uhr. Also es ist alles gut angekommen. Unsere Hunde, unser Gepäck, unser ganzes Kamerazeug, was wir im Handgepäck hatten. Und wir natürlich auch. Es war, war schon lang der Flug und kann man ja dann immer nicht ganz so gut schlafen, aber es war schon okay. Und jetzt sind wir da und jetzt ist eh alles vergessen und ich glaube, die Hunde haben es auch schon wieder vergessen. Und jetzt geht ein neues Kapitel los und ich freue mich sehr.